Hallo Freunde, willkommen zurück zu XCOM 2. Wir stehen kurz davor, den ersten Einsatz zu starten, aber vorher schauen wir mal, was wir hier eventuell noch an der Ausrüstung verändern können. Wenn überhaupt was. So, Splittergranate, da haben wir keine Alternative. Beim Sturmgewehr. Naja, ist ja noch Rekrut. Dementsprechend Schrotflinte geht nur für Ranger. Kanone nur für Grenadiere, Präzisionsgewehr natürlich nur für Scharfschützen. Ich habe das Gefühl, dass da noch irgendwas fehlt. Ah, die Spezialisten, die behalten, glaube ich, ihre Sturmgewehre. Denn wenn wir mal gleich bei den Sekundärwaffen gucken. Na, eins am anderen. Jetzt schauen wir erstmal nach der Rüstung. Hier Kevlar-Rüstung, die wird derzeit getragen. Widerstandskämpfer. Kevlar-Rüstung. Seid mir nicht böse, aber das ist keine Kevlar-Rüstung. Das ist ein verranztes T-Shirt und eine dreckige Hose. Mobilität 12. Scheint wohl nur eine optische Sache zu sein. Ein bisschen schade das, aber was soll's. So, schauen wir mal ganz kurz, um nochmal auf die Nebenwaffen zu kommen. Sie hat ja schon eine erweiterte Klasse. Sie ist Ranger. Sie hat ja da... Die als Nebenwaffe das Schwert. Die Scharfschützen erhalten dann diese Revolver. Finde ich super. Gremlin, das ist eine Drohne. Die ist nur für Spezialisten verfügbar. Der Granatwerfer für die Grenadiere. Oh je. Ja, eine Kanone und ein Granatwerfer. Ich habe das Gefühl, die Grenadiere werden ganz schön heftig. Wie auch immer. Wir können ja an der Ausrüstung erstmal noch nichts verändern. Das heißt, wir schauen einfach mal, wie es dann jetzt los geht in der ersten Mission. Die Kommunikation zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. Alles klar. Na, dann schauen wir mal. Okay, dann haben wir das Teil. Ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Na super. Genau das habe ich mir gewünscht. Okay. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Oh. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Ich will da hoch mit Scharfschützen. Wie auch immer. Wir schauen erstmal, dass wir zu diesem Teil hier kommen. Da habe ich das Gefühl, dass die Mission nicht leicht wird. Effektiv nur mit Rekruten. Gut, wir haben hier unten theoretisch eine Menge Deckung. Aber es ist halt doch relativ leicht, Leute zu flankieren hier. Hier zum Beispiel haben wir in die Richtung hervorragende Deckung. Sobald was von der Seite kommt, sind wir die Fische. Da müssen wir immer darauf achten, dass dann Fahrzeuge so versetzt stehen wie jetzt hier. Bin dabei. Wie auch immer, wir sind jetzt erstmal im Verborgenen und ich würde sagen, wir schauen zu, dass das auch erstmal so bleibt. Wird gemacht. So, einmal kurz spicken, was es hier vorne so gibt. Da wird nichts weiter entdeckt. So weit, so ruhig. Wenn das so weitergeht, kommen wir wirklich ziemlich nah an das Ding ran, oder? Wird erledigt.
Wir könnten natürlich gucken, dass wir mit überschneidenden Feuerlinien arbeiten. Soll heißen, sie ist zwar jetzt aus der Seite relativ leicht zu flankieren. Wenn das einer macht, kriegt er aber von den beiden ziemlich Feuer. Also unwahrscheinlich, dass die KI sich zu sehr hier offen reinstellt. Auf der anderen Seite kann die KI sich einfach in diese Ecke stellen oder hier und hat überall noch Deckung. Auch hier oben kann man sich hinstellen, so wie es aussieht. Und dementsprechend ist das nicht so einfach. Wir könnten gucken, hier ein bisschen vorzurücken. Da haben wir Deckung durch die Leitplanken, nach vorne hin und nach links hin auch. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Schon unterwegs. Warum ist die Nahkämpferin ganz hinten? Was war das für ein Geräusch? Wahrscheinlich Alien. Was zum Teufel? Was auch immer das jetzt war. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Ach, wenn du das so sagst, dann würde ich sagen, das liegt natürlich an der Gedankenkontrolle. So, wie weit kommst du? Oh Mann. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Los, los. So weit, so gut. Verstanden. Rücke ab. Ziel in Reichweite. Naja, Reichweite ist was anderes. Wir wollen ja nicht drauf schießen. Oh, nö. Mehr von denen. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Hier ist ein feindlicher Trupp. Ja. Hier ist ein Auto, hier ist ein LKW. Und da haben wir wieder die Sache mit den Sichtbereichen. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Leichter gesagt als getan. Begebe mich zur Zielposition. Okay. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Biete Feuerschutz. Dann würde ich sagen, wir legen los, oder? Granate! Da heizen wir den ganz schön ein. Hoffe ich zumindest. Sie haben uns entdeckt. Ja, war ja kaum zu verhindern. So gefällt mir das. Feind am Boden. Die erste Patrouille haben wir ganz schön rund gemacht. Jetzt kommt es darauf an, dass die nicht das gleiche mit uns machen. Kopf aus dem Weg! Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Was auch immer. Hier ganz schön viele Aktionspunkte, kann das sein? Nach dem Aufdecken können die sich erstmal bewegen, in Position bringen und danach sind die dran. Das ist nicht so toll. Ja, meine volle Deckung in die Richtung hat es ja vollgebracht. Das Markiertsein ist nicht so toll. Was tust du da? Ich sag's euch. Ja, dass die in Panik ist, habe ich schon mitgekriegt.
Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung. Probieren wir es einfach. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Warum gehst du über die Deckung rüber? Feind erledigt. Ja, bist stolz auf dich, oder? Stehst jetzt auf offener Fläche. Fantastisch. Naja. Sie scheint wenigstens ein bisschen Deckung zu haben. Hoffe ich zumindest. Und los geht's! Das ist nix. Das ist auch nix. Na, fantastisch. Na los, zeigt euch! Immerhin, sie wird sich nächste Runde beruhigen und ist wieder bei uns. Ich habe da mindestens 4 Treffer gesehen. Nicht mal knapp. Das ist doch nicht nett, jetzt mal ehrlich. Holt mich hier raus! Natürlich verfällst du in Panik. Und natürlich rennst du irgendwo hin. Natürlich hast du den erschossen. Okay, das ist ja schon wieder gar nicht so schlecht. Ich sehe schon, Panik ist in dem Spiel mal wieder so richtig ein Thema. Bin gleich da! So, bleib ganz locker. Wir kriegen das hin, ja? Schon unterwegs. Wir haben noch jede Menge Zeit, das Ding zu entschärfen. Im Moment sieht es ganz gut aus. Commander, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Ja, Drama Queen. Geh mir auf den Keks. Unterwegs. Oh. Wie geht es dir hässlich? Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Wollen wir hoffen, dass das klappt. Das Schwert macht offensichtlich jede Menge Schaden. Ah, es war ja klar, dass du das überlebst. Befehl bestätigt. So treffe ich gar keinen. Das wäre toll. Das Gefühl, dass dieses Alien das Gefährlichste hier ist. Granate unterwegs. Oh, hoffentlich kill ich nicht meine eigene. So weit, so gut. Begebe mich zum Ziel. Wollen wir hoffen, dass das jetzt klappt. Ach, verdammt, da fehlt wieder ein Feld. Köpfe runter. Ist das ärgerlich? War, ich hatte den doch und überhaupt. Oh. Ah, er brennt wenigstens. Na, sie ist tot. Wow! Meine Position wurde kompromittiert! War die von Anfang an? Musstest du dich auch da hinstellen, wenn du schon mit dem Nahkampfangriff haust? Stell dich doch woanders hin! Geht ja wieder richtig gut los.
Commander, wir erleiden schwere Verluste. Wir sollten unser Vorgehen überdenken. Magst du herkommen und es selber machen? Position bestätigt. Ziel eliminiert. Wenigstens das. Hoher Munitionsverbrauch. Begebe mich zur Zielposition. Ne, dann hacken wir lieber. Dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Gut, hacken wir das mal. Oh je. Ich will haben die Ware. Gut, bleibt nur noch einer übrig. Gut gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Ziel los! Wie zum Teufel kannst du den verfehlen? Flankiert, quasi aufgesetzt. Ja. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Das ist unglaublich, ganz im Ernst. Da konnte ich jetzt auch nicht rauslaufen oder so, weil er unter Feuerschutz... Oder er stand unter Feuerschutz. Dings da, ihr wisst schon, was ich meine. Na. Irgendwas stimmt bei XCOM mit den Prozentzahlen nicht, ganz im Ernst. Aber ich glaube, das war jetzt die Wiedergutmachung dafür, dass der hier verfehlt wurde. Begebe mich zum Ziel. Wenn sie den jetzt verfehlt hätte, wäre das wahrscheinlich das Ende vom Let's Play gewesen. Dann hätte ich keine Lust mehr gehabt. Okay. Minus 1,5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Nicht gut, wir haben zwei Soldaten verloren. Und einen davon war schon kein Rekrut mehr. Das ist nicht akzeptabel, das ist äußerst bescheiden. Aber die neuen Sektoiden sind mal garstig. Wow. Ich vermisse die Zeiten, als sie irgendwie, ich weiß nicht, drei Körperkraft hatten? Trefferquote 50%, neuer Rekord. Ach du Schande, die Hälfte der Schüsse trifft nur. 0,78 getötete Feinde pro Runde. Ich weiß nicht. Größter Verursachter Schaden. Jane Kelly. Ja, die ist tot. Super. Na, das wird fantastisch. Ich sehe schon. Da haben wir richtig dick was auf uns zukommen jetzt. 80%ige Trefferchancen, die daneben gehen. Flankierte Gegner, die es überleben. Sektoiden mit 7 oder 8 Life. Und so wie es aussieht, sind noch nicht alle Fehler behoben bei dem Spiel. Bisschen komisch. Also für eine erste Mission war die schon relativ zäh, möchte ich mal behaupten. Einige unserer Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit Ihnen reden wollen. Ja, freue ich mich drauf, mit Shen zu reden. Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wandern, wo immer wir sie brauchen. Granate abfeuern. Grenadier benutzt einen Granatwerfer, um Granaten abzufeuern, statt sie zu werfen. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite und Granatenkapazität. Sehr schön. Und die können wir dann weiterentwickeln zu Sprengstoffexperten oder zu schweren Schützen, je nachdem, was uns dann lieber ist. Das riecht auf jeden Fall nach würdigem Feuerschutz für die Frontlinie. Und
Das sieht nach einem Scharfschützen aus. Wegen dem Revolver am Bein. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im... Du hättest ruhig ausreden können. Ich habe nichts gedrückt, im Himmels Willen. Aber immerhin, wir haben die Truppsicht jetzt auf Level 1. Das ist hervorragend. Wir können die zu Heckenschützen aufwerten. Geht natürlich dabei um die Hauptwaffe. Oder Revolverheld, da geht es dann um die Nebenwaffe. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann noch auswirkt. Aber wir haben erstmal ganz guten Feuerschutz für die nächsten Missionen, würde ich sagen. Natürlich ein bisschen schade, dass die Leute gefallen sind. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Bin sofort da. Warum stehen Sie alle nur herum? Er ist perfekt. Kommen Sie, bringen wir ihn rein. Ja, nicht klopfen, mit anpacken. Nicht so schnell, wenn es so schwer ist, ist es auch schwer zu bremsen. Und es wäre schon mal fast explodiert. Ich möchte es nicht, dass ihr das in die Wand fahrt. Was ja schlimm ist, das mit denen. So, Technologie. Schauen wir mal. Okay. Ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander? Wow. Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Ja, das kommt ein bisschen spät. So weit, so gut. Alles klar, Commander. Da fällt mir ein. Kann ich noch nicht rein. Okay, schauen wir in die Forschungsabteilung rein. Seine Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Das ist ein bisschen unscheinbar hier oben. Naja, Forschungsabteilung. Bitteschön. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher.
Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Naja. Untersuche einen Advent-Offizier-Leichnam. Okay. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Sektoiden? Autopsie, dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler. Schade das. So, da könnten wir verschiedenste Dinge erforschen. Machen wir gleich hiermit mal weiter. Ich will wissen, was das mit dem Chip auf sich hat. Hybridmaterialien wird wahrscheinlich dann neue Rüstung und Panzerung sein. Und Modularwaffen. Naja, Waffenerweiterung zumindest. Na, schauen wir einfach mal. Eins nach dem anderen. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein. Wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Ja, sie markieren Ziele, das ist nicht sehr nett. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Okay, mach das. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Gut, dann schauen wir auf die Brücke. Fliegen Sie nur nicht zu dicht dran, verstanden? Commander, gut. Ich glaube, wir haben hier etwas. Trotz aller Bemühungen von Advent gibt es da draußen noch immer Menschen, die ihre Lügen nicht glauben. Und sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Wir haben bereits ein Ziel für unseren ersten Einsatz ausgemacht. Sir, von unserer aktuellen Position aus kann der Skyranger das Gebiet nie erreichen. Wer hat was vom Skyranger gesagt? Shan, Statusbericht, sind wir bereit? Kurze Antwort? Ja. Aber Sie sollten sich irgendwo festhalten. Versteht mich nicht falsch, das ist schon wahnsinnig cool und nur logisch, dass sie mobil sein müssen, aber das kriegt keine Luftraumüberwachung mit? Die werden sofort aufgespürt und vernichtet. Auf Sektor 14, Ostasien. Wir haben ein neues Ziel für unsere Advent-Commander. Okay. Wenn Advent bei jeder Gelegenheit angreifen, stärkt dies den globalen Widerstand. Im Gegenzug versorgen sie uns mit Material und Personal für unsere Einsätze. So läuft die Sache. Es gibt jetzt natürlich keinen XCOM-Rat mehr, der Mittel bewilligt und so weiter. Dann machen wir das anders. In Ostasien, nur nicht zu spezifisch werden. Wenn das Japan ist, dann könnte das hier Korea sein. Ich würde sagen, das ist China. Dann hätten wir hier Taiwan? Fomora? Wie auch immer. Belohnung Dr. Stanislav Novikov, Ingenieur. Na, bin ich mal gespannt. Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Warum sollten wir Widerstandscomputer hacken? Wir sind doch der Widerstand, dachte ich. Commander, Shan hat ein Medikit für uns vorbereitet. Wir sollten einen unserer Soldaten vor dem Einsatz damit ausstatten. Gemacht. So haben wir das wenigstens. Und ja, irgendwie will ich sowohl Scharfschütze als auch Grenadier mal ausprobieren. Könnte interessant werden. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode. Für heute erstmal Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.